Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Witcher 3. Bevor du wegrennst, können wir bei ihm nicht unsere Schwerter mal reparieren lassen? Nicht in der Dialogoption, da gab es nämlich nur zwei. Okay. Weil er hatte nämlich da dieses Schmiedesymbol an sich. Dann gehen wir jetzt zum Hafen, heuern ein paar Ordner an. Nicht wahr? Ja, die sind mächtig. Mächtig? Ich sehe sie schon. Verfluchte Magierjäger. Ja, das stimmt, die sehen. Aber wahrscheinlich müssen wir erstmal Boxkampf gewinnen. Meinst du, damit sie unsere Stärke akzeptieren? Keine Angst vor Hall von Mittel. Netter Kampf. Gute Beinarbeit. Forderst du mich heraus oder willst du dich mit Hall messen? Ein Hexer gegen die Bestie von Metina. Mordlust gegen unbändige Wildheit. Ich bräuchte euch als Aushilfen. Wir führen ein Theaterstück auf. Sollen wir auf der Bühne jemanden verdreschen? Ihr sollt als Ordner arbeiten und dafür sorgen, dass weder auf noch vor der Bühne jemand verdroschen wird. Da bist du bei uns falsch. Verdreschen ist unser Geschäft. Ja, wir sind die Mordlustigen. Ja, ne? Als ob der Wilde jemals irgendjemanden besiegt hat, als getötet hat. Ja, wenn wir gewinnen, ne? Ja, aber das probieren wir mal. Das sind wir das Alpha-Männchen. Das ist einfach nur eine Wette. Wie wär's mit einer Wette? Wenn ich Hall schlage, arbeitet ihr gratis für mich. Tja, Hall hat's nicht so mit Theater. Tragische Romanze. Ich erspar dir die Details. Man wird ihn irgendwie überzeugen müssen. Vielleicht so. Kämpf gegen uns beide gleichzeitig. Kampf des Jahrhunderts. Ein Hexer gegen den zweiköpfigen Drachen von Metina. Was, wenn ich verliere? Oh, das wirst du. Dann arbeiten wir trotzdem für dich. Du musst nur doppelt zahlen. Ja, das probieren wir doch. Ja, selbst wenn wir verlieren, das ist mir wert. Gut, ich kämpfe gegen euch beide gleichzeitig. Erst her mit dem Geld. Verlierst du, gehört's uns. Doppeltes Geld, wie versprochen. Wenn ich gewinne, krieg ich's zurück. Hall, mach ihn fertig! Ich hab hier was Besonderes für dich. Ich hab auf den Fettarsch gebettet. Du bist so gut wie tot! Ja, Stufe 12. Ja, das macht ihn von hinten an! Schwalbe geht ja nicht zu nehmen, ne? Ja. Das ist ein ehrenvoller Kampf. Wo alles erlaubt ist, außer trinken. Ich hab auf den Fettarsch gebettet. Verdammt nochmal zu! Das ist natürlich ein fordernder Kampf, ne? Ach. Auge auf Auge! Leben noch. Die Dresche vergisst er nicht schnell. Ich hab auf den Fettarsch gebettet. Genau. Ich hab noch nicht so ganz begriffen, wann das Fenster ist zum Angreifen. Du bist so gut wie tot! Die Dresche vergisst er nicht so schnell. Man einfach fällt drauf. Ach, bitter, Geralt. Aber gut gekämpft. Gut gekämpft, Weißer. Du hast Hall gefallen. Das sehe ich an seinem Lächeln. Wir haben Zeit für eine kleine Pause. Danach können wir bewachen, was du willst. Keine Sorge, wir sind da, bevor der Tanz losgeht. Und das Geld behalten wir. Nicht, Hall? Sehr gut. Ah, war ein teurer Spaß, aber... Ah, knapp verloren. War bitter. Ja, ist halt nicht so einfach gegen zwei. Ja, haben wir die Arena begrenzt. Weil hätten wir ihn weiter nach hinten kiten können. Wir waren ja dann mit dem Rücken zur Wand. Dann ist um einiges besser gelaufen. Ja, Kämpfe üben wir dann außerhalb von Nubigrad. So, wir können unser Pferd gar nicht rufen.
Zumindest nicht mit der Taste, wie es sonst geht. Update gab's nicht, oder? Nein. Dann, blocken ist ja noch gleich. Das stimmt, sonst hätte dich wahrscheinlich schon beschwert. Was ist das denn? Von Unsinn. Ey, das muss ich halt nicht ändern mit dem Update. Ja, das stimmt. Da steht ein Pferd, können wir das nicht einfach nehmen? Das ist nicht sogar unser Sattel. Nein, unser Pferd ist braun. Ich sag ja, unser Sattel. Ja, das ist klar. So, wenn das tollen, nicht unser Pferd ist, dann wird es doch nicht unser Sattel. Tollen Sattel gibt's nicht oft. Leute! Ich glaube, wir sind noch vollkommen falsch. Das zweite Schwert ist es für den Notfall, falls das Herz. Ah, sind wir in ihrer Stube. Sind wir jetzt von hinten reingekommen in das Haus. Ins Theater. Das ist ja jetzt die Bühne. Ja. Ja. Oh, hätten wir gar nichts bezahlen müssen für die Karten. Mal gleich da lang gehen. Da habe ich nämlich keinen Kartenverkäufer gesehen. Ich verkaufe doch Karten für die Probe. Für das Wohnhaus. Ah, da bist du ja. Ich habe einige Ordner anheuern können. Wunderbar. Ein Problem weniger. Ich wollte über den Text reden. Hm, ist nicht schlecht geschrieben. Eigentlich gefällt er mir sehr gut. Ich wollte Dudu zuliebe nicht auf meinen Ansprüchen bestehen, aber das hier könnte sehr interessant sein. Ich weiß schon genau, wie ich den Diener, den Hexer und die Königin besetze. Aber für Prinz und Prinzessin fällt mir noch niemand ein. Oh Gott, hoffentlich nicht wir. Wer spielt den Hexer? Ein Laie. Ich arbeite zum ersten Mal mit ihm. Aber der kriegt das schon hin. Neu in der Truppe? In gewisser Weise. Ach, du weißt doch genau, dass ich von dir spreche. Ja, ich würde sagen eher zwei. Ja, wir können es ja ausprobieren. Ja, wir lügen auch immer so schlecht. Ja, wir sind aber bestimmt auch schlechte Schauspieler. Aber wir machen's. Gute Idee. Ich erwarte keine stehenden Ovationen, aber Dudu wird mich sehen. Das ist die Hauptsache. Aber du strengst dich doch an, oder? Lernst wenigstens deinen Text. Natürlich. Ich gebe mein Bestes. Also, die Prinzessin. Kleine, aber wichtige Rolle. Fällt dir jemand ein, der sie spielen könnte? Priscilla wäre die naheliegende Wahl. Sie ist jung und schön, aber ich habe mehr Bühnenerfahrung. Ja, Priscilla hat ja aber auch... Ist ja nicht ganz neu so auf der Bühne. Ja, und außerdem möchte das Publikum die Junge und Schöne sehen. Das sollte Priscilla tun. Nichts für ungut, aber die meisten Leute... Finden Aussehen wichtiger als Talent. Verstehe. Ich sag ihr Bescheid. Sie wird zweifellos entzückend sein. Wer sollte deiner Meinung nach den Dopplerprinzen spielen? Ich versuche mich zwischen zwei Kandidaten zu entscheiden. Abelard Ritza wäre die sichere Wahl. Seit Jahren bei der Truppe, technisch makellos. Aber er reißt die Leute nicht gerade vom Hocker. Und die andere Möglichkeit? Maxime Bollière. Herausragender Schauspieler. Das Publikum liebt ihn. Aber man weiß nie, ob er nüchtern ist oder überhaupt kommt. Nein, nehmen wir die sichere Wahl. Ja, besser ist das. Nehmen wir Abelard. Besser ein zuverlässiger Handwerker als ein unberechenbarer Künstler. Gut so. Das Projekt ist auch ohne Maxime schon riskant genug. Gut, ich habe endlich die Besetzung. Sieht ganz so aus. Bist du bereit, dich in deine Karriere als Verkleidungskünstler zu stürzen? Ich bin bereit. Hab mir aus Neugierde den Text angesehen. Wir können auch gleich loslegen. Schön, es gibt keine Zeit zu verlieren. Komm auf die Bühne. Sultan? Was machst du denn hier? Prissy hat mir erzählt, dass sie ein Stück mit dir in der Hauptrolle aufführt. Ich spiele nicht die Hauptrolle. Und da würde ich mich doch eher rasieren, als das zu verpassen. Erzähl, trittst du in Strumpfhosen und Schamkapsel auf? Komm, Geralt, du musst dich vor dem Auftritt konzentrieren. Viel Erfolg. Meine Damen und Herren! Ehrbare Bürger der geweihten Stadt Novigrad, willkommen!
Wir haben eine herzzerreißende Geschichte für euch. Der Titel: Die Errettung des Wandlers oder des Hexers Triumph. Die Darsteller: Hexer Geralt als er selbst, Katharina als Königin, Leo Riebe als treuer Diener. Als Prinz seht ihr einen Veteranen der Novigrader Bühnen, Abelard Ritzer. Und als Prinzessin die entzückende Bardin mit Nachtigallenstimme, Priscilla. Sie sind begeistert. Ja, wären sie von dem anderen auch gewesen. Hoheit, der Schlechter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen, drum nichts wie herein. Des Monsters Braut soll meine Tochter nicht sein. Hexer, dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau. Und kommt es, schlag zu. Und deiner Königin Dank erntest du. Zwei. Nur Bestien von übler Natur töte ich. Ein ruchloser Mörder? Nein, das bin ich nicht. Der hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim. Das Monster wird kommen. Der Hexer schlägt's tot. So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Doch ach, meine Kleine wird unglücklich sein. Doch Jungfer und Monster, das darf nicht sein. Nein. Hier sind wir versammelt, in edelster Rund, zu feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach, kein Monster erspäh ich hier. Vielleicht unter den Gästen. Ja. Vielleicht trinkt's ja inmitten der Gäste ein Bier. Ganz schockiert das Kind. Das ist bestimmt du. Die Leidenschaft in unseren Herzen ist voller Heimlichkeit, Täuschung und Schmerzen. Heute sei Schluss damit, werd meine Braut. Denn du bist die Schönste, die ich je angeschaut. O Liebster, mein Ja, wie wunderbar! Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein. Verrat! Dieser Wein ist mit Silber versehen. Nun muss ich mein monsterlich Wesen gestehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler, oh nein! Sie liebt ihn und mag er auch Anderling sein. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch, halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen! Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wär. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus. Sondern Bosheit im Herzen, wie dem hier, oh Graus. Recht hast du, Hexer. Er schmiedete Ränke, auf dass er nach seinem Bedarfe mich lenke. Der Doppler soll leben, meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist, darum wird er sie freien. So schließen wir. Und die Moral der Geschichte? Eins. Doppler sind keine Monster, drum tötet sie nicht.
Der Hexer ist wahrlich ein Dopplerfreund. Doch du, Schurke, bist unser aller Feind. Wachen, kommt her! In den Kerker muss er! Hey, hört ihr, was die Prinzessin sagt? Kommt hoch! Also los, Meister! Rauf da! Rauf auf die Bühne! Werf den Verräter in den Kerker! Keine Angst. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben. Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wird dabei weich. Doppler auf den Scheiterhaufen! Verbrennt sie! Recht hat er! Hey Schauspieler, kennt ihr die Gebote des ewigen Feuers nicht? Ketzer! Man sollte ihnen Respekt vor dem Glauben einbläuen! Was faselt ihr da? Maul halten und klatschen, oder ich reiß euch neue Arschlöcher! Du willst mir ein neues? Das werden wir ja sehen! Los, Jungs! Gebt ihnen einen Vorgeschmack auf die Hölle! Im Namen des Kults! Hilf uns, Hexer! Wir schaffen sie nicht alleine! Schnauze und klatschen. Euch zusammen, Jungs. Ja. Bitte. Das sagen wir so. Ich war auch begeistert von unserer schauspielerischen Darstellung. Des Hexers. Ja, wir können uns selber wirklich gut spielen. Das ist wirklich, und dieses lyrische Geschick. Angeblich haben wir den Text gelernt, aber wir mussten uns trotzdem immer entscheiden, was wir jetzt sagen. Reißt euch zusammen, Jungs! Wer bringt denn eigentlich den Knüppel mit ins Theater? Leute, so Knüppel mit zum Fußballspiel. Leute, die für Action sorgen. Nach dem Spiel. Oder vielleicht sogar während des Spiels. Bei strittigen Entscheidungen des Schiedsrichters. Also gut, Jungs, der Spaß ist vorbei. Zurück auf eure Plätze. Komm her! Weiter klatschen. Mein Schinkenbrötchen. Das Mitnehmen von Speisen und Getränken ins Theater ist verboten. Vielleicht hat er das hier gekauft. Aber er hat seine Strafe schon bekommen. Ah, das endet aber auch immer böse, wenn wir irgendwo sind. Meine, das war noch ein. Das war halt ein kontroverses Stück. Es würde in die Geschichtsbücher eingehen. Als das Stück, das bei der Uraufführung am meisten Todesopfer forderte. Die nicht auf irgendeine Katastrophe zurückzuführen sind. Der Wind heult. Wieder dieses Ziehen. Das zweite Kumpel. Jeder ist den Kumpel. Falls das erste. Komm ja nicht näher. Ich warne dich. Ich wünsche dir Glück. Du wirst es brauchen. Was willst du von mir? Ziehst du weiter? Oder bleibst du mit? Mit dir in der Nähe? Sultan gar nicht mitgekämpft. Er war betrunken. Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Sei gegrüßt, Dudo. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nein, ich suche sie noch. Geralt, meisterlich, es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins, du und Rittersporn, wie habt ihr es geschafft, Räuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Ja. Ja, fragen wir erstmal zwei. Warum hast du keinen Kontakt zu Priscilla oder den Schauspielern aufgenommen? Ich war bei einigen Vorstellungen, aber ich habe nicht gewagt, mich zu offenbaren. Ich hätte sie vielleicht in Gefahr gebracht. Dann habe ich von dem neuen Schauspiel gehört und dachte, ich könnte irgendwas über Ciri und Rittersporn erfahren.
Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen. Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu, tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Geralt? Verwandle dich in sie. Es ist seltsam, wenn ihr mich beide so angafft. Genügt das? Ja, das reicht. Blöde Idee. Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Nein. Da bin ich froh. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen. Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Niemand weiß, dass Menge tot ist. Du brauchst keine Entdeckung zu fürchten. Niemand? Außer dir? Hat das irgendwas mit dem Feuer bei den Baracken der Hexenjäger zu tun? Wir waren in der Gegend. Wie schade, dass ich das nicht gesehen habe. Rittersporn wird auf der Tempelinsel gefangen gehalten. Du musst herausfinden, wo genau. Aber was, wenn sie Verdacht schöpfen und Fragen stellen? Ich verwette meine beste Axt, dass niemand den Kommandanten der Tempelwache belästigt. Außerdem bist du ein Doppler und ein Schauspieler. Du kannst bestimmt doppelt so gut improvisieren, wenn du in der Klemme steckst. Wenn's eng wird, gehst du einfach um die Ecke und verwandelst dich in ein vollbusiges Mädel oder eine Dohle oder so. Natürlich, so einfach ist das. Danke auch. Hör mal, du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Ja, wir sehen uns in der Schlucht. Wartet! Halt! Moment mal, wie geht's denn danach weiter? Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein, wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit! Einfach großartig, kein einziger Fehler. Die Vorstellung im Allgemeinen... Was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Ich bin sehr froh, dass die Lunden die Nachricht verbreitet haben. Das war ein großes Publikum. Du hattest recht, Abelard den Prinzen spielen zu lassen. Maxim wäre bestimmt betrunken auf die Bühne gekommen oder er hätte die Premiere ganz vergessen. Bitte sehr, deine Gage. Ich muss zugeben, dein Schauspiel ist sehr minimalistisch. Hast du irgendwo studiert? In Kaer Morhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung. Danke für die Bezahlung. Bis dann. Ja. Ach, guck mal, dann haben wir das Geld fast wieder drin. Wie viel haben wir denn bekommen? Ich weiß nicht, so 130 um den Dreh. Vielleicht waren es auch 150, ich weiß es nicht. Ja, das sollte reichen. So, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Da werden wir Rittersporn endlich befreien. Meinst du? Ja. Ich denke, das wird doch klappen. Ich glaube, da kommt was dazwischen.
Er sagte ja hier und dann ist aber... Wir werden sehen, wie sich's entwickelt. So, ich denke, wir brauchen nicht warten, um zu gucken, wie viel Kronen es jetzt im Detail gibt. Nein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.